ich weiß Bescheid, ich hab von Bahnhof ne Ahnung. Und vielleicht seh ich das Leben auch nur als Nahtoderfahrung. Deine Nabelschnur steck in deinem Schädel wie Excalibur. Spare deine harte Tour, meine Gedanken laufen amok und zerfließen zwischen Raum und Zeit wie Dalibur. Tick, 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 Psycho, tick, 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 Psychonautik. Tick, 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 Psycho, Psycho, tick, tick, Psychonautik. Tick, 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 Psycho, tick, 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 Psychonautik. Tick, 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 Psycho, tick, Psycho, tick, Psychonautik. Purin, sehr gut. Purin ist voll fresh, Leute. Herzlich willkommen zu einem neuen Commentary, Freunde der gepflegten Unterhaltung. Und zwar Halo 4 im Hintergrund. Gehe ich gleich nochmal kurz aufs Gameplay ein. Genau, Purin, um das nochmal kurz auszuführen. Purin ist der einzige Deutschrapper, den ich höre, oder wirklich höre. Ich bin ja generell nicht so der Hip-Hop-Fan, ja. Keine Ahnung, es ist mir irgendwie... Viel davon ist mir einfach zu, hey, hast Luck und hey, ich fick deine Mutter und so viele seltsame Beleidigungen, die oftmals keinen Sinn ergeben. Genau, vor allem in Deutschland. In Amerika ist es noch so ein bisschen so, aber da wird auch viel geflamed und beleidigt und oft halt auch ohne Sinn, was sehr schade ist. Purin macht aber smarte Texte und beleidigt mich sinnlos rum. Und Texte, die man manchmal erst wo so Zusammenhänge und Twists oder coole Details drin sind, die man erst beim 15. Mal hören oder 20. Mal oder 100. Mal wirklich entdeckt, und dann denkt man sich nur so, wow, mein Fuck. Kann ich euch nur sehr empfehlen. Thomas Purin, ich werde auch mal hier so eine Playlist und seine Website einfach mal in der Beschreibung verlinken, weil ich finde, dass er Support verdient. Genau. Okay, aber anderes Thema. Ja. Ich habe ja so in letzter Zeit öfters, oder was heißt, im letzten Commentary habe ich eigentlich nur darüber gesprochen, über mein neues Projekt, was ich da gerade so mache und oder wo ich am Vorbereiten bin. Und die Vorbereitungen sind jetzt, ja, eigentlich ganz akzeptabel erstmal abgeschlossen. Natürlich ist noch nicht alles wie soll ich das jetzt sagen, ohne direkt zu sagen, worum es geht. Abgeschlossen, aber... Soweit, dass ich es jetzt announcen kann, so. Und ja, obwohl erstmal noch kurz zum Gameplay, voll verpeilt. Ich mache das hier gerade um 1.30 Uhr morgens in der Nacht von Freitag auf Samstag. Voll. Genau, zum Gameplay. Das hier ist ein Gameplay auf Landfall. Eine der drei neuen Maps aus dem Majestic Map Pack. Ja, dazu gab es im Majestic Map Pack noch Monolith oder Monolith. Und was gab's noch? Skyline. Skyline ist, glaube ich, also finde ich bisher die fresheste. Obwohl ich die Maps noch nicht so viel spielen konnte, wie ich sie gerne gespielt hätte. Und ja, ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Mehr werde ich dazu jetzt noch nicht sagen. Ich wollte eigentlich nochmal ein extra Commentary über die ganzen Änderungen in Halo 4 machen. Mal gucken, ob ich das demnächst noch schaffe. Ich hoffe doch. Okay, so. Aber zurück zum Thema. Mein neues Projekt, mein neuer Kanal. Yeah, jetzt ist es raus. Bam. Boah, voll krass. Die ganze Zeit jetzt hier so im Geheimen, und manche haben das irgendwie schon mitbekommen, weil als ich dem Quert dann den Link zum Kanal geschickt hatte oder habe, ja, hat er natürlich ganz smart direkt mit Psycho 108 diesen Kanal abonniert, was irgendwie also ich meine, das sehen dann die Leute schon, und dann denken die sich natürlich, er abonniert den Kanal, und der hat einen, der hat Psycho im Namen, dieser Kanal. Denn er heißt so schön, oder schimpft sich so schön, Psycho Games TV. Yeah, 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 voll fresh. Ja, genau, Psycho Games TV, mein neues Projekt, und Bert hat ihn dann einfach so abonniert. Voll doof. Hier dachte ich schon, er wäre gestorben. Durch einen Schuss war er aber nicht. Oder ist er aber nicht. Ah, Gott. Ja, Psycho Games TV, mein neues Projekt. Bam. Ich werde jetzt mal oben rechts auf jeden Fall schon mal eine quasi Vorstellung, Erläuterung meines Kanals verlinken. Und dann könnt ihr euch die mal anschauen. Dann wisst ihr so ungefähr, was ich da auf jeden Fall machen will. Nochmal ein bisschen genauer beschrieben. Im Endeffekt will ich halt Multigaming machen. Ne? Mich mit... mit generell Unterhaltungsmedien auseinandersetzen und halt nicht so auf Halo fixiert, ja, wie das hier der Fall ist, weil, keine Ahnung, es ist jetzt auch schon so gewissermaßen abgestempelt hier, dieser Kanal, so, das ist Halo-Kanal, was anderes ist da nicht so interessant wie jetzt Halo.
Das ist ein Grund, aber es gab auch viele andere Gründe, warum ich dann doch jetzt noch einen eigenen Kanal gemacht habe und nie gesagt habe. Weil ich hatte ja eigentlich gesagt, ich hatte ja eigentlich gesagt, dass ich Multigaming hier auf dem Kanal dann doch machen will und hatte dann ein Video zu Forza hochgeladen. Und dann ging es irgendwie doch nicht weiter und was weiß ich nicht alles. Ja, verwirrend und seltsam, aber es hatte eigentlich, ja, der primäre Grund für meine Entscheidung war halt dann doch, das klärt man, ja, ich mache halt trotzdem weiter Halo auf dem Kanal und ich finde, dass ich das, keine Ahnung, dass man das nicht so in Einklang bringen kann. Ein Kanal, auf dem Halo gebracht wird, primär, ja, der sich wirklich tief mit den Details eines Shooters beschäftigt, ja, wirklich tief gehen, ja, und nicht nur so an der Oberfläche kratzt, sondern wirklich ganz viel und die Details und was weiß ich nicht alles, sich über jeden kleinsten Scheiß aufregt oder freut, ja. Und das soll jetzt keine Abwertung dafür sein, ne? Weil ich meine, wir machen es ja hier, aber das finde ich, kann man nicht so in Einklang bringen mit dem, ja, Beschäftigen allgemein mit Games, mit der Szene, mit Filmen, mit Serien, mit was weiß ich, ja. Und deswegen habe ich mir gedacht, einen anderen Kanal mache. Habe ich mir dann doch gedacht, dass ich mir einen anderen Kanal mache. Allerdings hat das dann auch noch mit, einfach mit der, ja, Tatsache zu tun, dass das Quert und ich das Hobby YouTube unterschiedlich sehen und uns hier auch anders, sage ich mal, verwirklichen wollen. Ins Detail will ich da jetzt nicht gehen. Und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich einfach einen anderen eigenen Kanal. Where is the problem? Und ja, soll jetzt nicht heißen, ne, wie, dass es da Beef gibt. Keineswegs. Irgendwie. Er meinte auch, dass er mich da voll unterstützt mit meinem Projekt, was ich sehr fresh finde. Und ja, wir verstehen es so gut wie eh und je, nicht, dass da jetzt irgendwelche falschen, aber wir haben halt gemerkt, so, ja, oder besser gesagt, ich habe gemerkt, dass er was anderes will als ich, und dann habe ich gesagt, so, mache ich doch lieber einen eigenen Kanal, weil dann kann ich da einfach alles selbst managen und was weiß ich, und dann passt das. Und ja, genau. Ja, Psycho Games TV, wie gesagt, die Erläuterung habe ich verlinkt. Ich werde sie eventuell auch nochmal hier hochladen auf dem Kanal, damit auch wirklich dann ihr darauf aufmerksam werdet. Allerdings schaut euch die erstmal auf dem anderen Kanal Psycho Games TV an, wenn sie euch interessiert. Ja, allgemein, wenn ihr halt Bock habt auf Videos von mir, ja, wenn ihr allgemein sagt, ich habe die Videos jetzt nicht nur zwingend wegen Halo geschaut, dann ist das, denke ich mal, das Richtige für euch, weil da gibt es mehr von mir. Nicht, dass ich jetzt behaupte, dass irgendeiner diesen Kanal nur, aber obwohl, doch, ich bin mal so frei, ja? Weil irgendjemand da draußen hat das bestimmt gemacht, ja? Hat sich gedacht, der ist fresh, ja? Der ist fresh, den kann ich mal abonnieren. Ja? Wobei, denke ich mal, viele einfach gedacht haben, es gibt nicht viele Halo-Channels in Deutschland, abonnieren wir die doch mal, weil die Halo bringen. Naja, okay, also wer will, kann da vorbeischauen. Würde mich sehr freuen, natürlich auch, wenn ihr Schub schreibt und was weiß ich nicht alles, ganz toll. Aber wenn ihr eh wisst, ihr schaut die Videos nicht, dann wäre es, naja, nicht so ganz von Vorteil, wenn ihr da abonniert. Aber wenn ihr Bock drauf habt, gerne vorbeischauen. Da sind auch jetzt schon einige Videos open, also einige Beispiele meiner Formate. Und ja, ich denke mal, das sind auch halbwegs gute Beispiele. Und ja, da könnt ihr euch ja auch schon mal durchklicken, um nochmal so einen Eindruck zu bekommen. Kanal ist ja auch alles verlinkt und so. Und ja, ich werde das dann demnächst in den Commentaries natürlich auch immer mal wieder erwähnen und so. Ja, und ja, so sieht's aus im Endeffekt. Psycho Games TV. Genau, da sind jetzt schon einige Videos hochgeladen. Ich bedanke mich auch nochmal beim Bullet. Ja, er hat mein Intro für Psycho Games TV erstellt. Mein Main Intro, das Design und so. Ja, das haben wir uns quasi zusammen überlegt und er hat es dann erstellt. Und das war sehr viel Arbeit. Also nochmal danke dafür und schaut mal bei ihm auf den Channel, wenn ihr wollt. Und auch bei Busy Designs vor allem, weil da geht es ja um Intros und so. Ist jetzt zwar von uns beiden der Channel und so. Könnt ihr auch mal vorbeischauen. Viele Verlinkungen heute, ja. Aber es geht ja prima um Psycho Games TV, nicht wahr? Gemein und hinterhältig. Nein, es geht auch um Purin und auch um Busy Designs und Co. Aber es ist halt hier so die Enthüllung von Psycho Games TV. Yeah. Genau, und dann könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Wenn ihr jetzt mal so grob wissen wollt, was ich da denn bringe, ja,
Leute, keine Ahnung, ich hab eine Kategorie zum Beispiel, die heißt angespielt, da schnappe ich mir ein Game und spiele es an. Also ein Spiel, was ich noch nie vorher gezockt habe. Spiele das mal ein bisschen live mit euch an. Dann habe ich, zum Beispiel auch ein Format, das nennt sich Vorhang auf. Ja, wenn ich im Kino war, kommt das, also wenn ich im Kino war und über den Film auch sprechen möchte, wenn es jetzt so irgend so ein random Film war, der keinen interessiert und wo ich auch keinen Bock habe, drüber zu labern, werde ich es auch nicht machen. Ja, wenn ich im Kino war und drüber sprechen möchte, war, ich habe zum Beispiel jetzt eine Episode Vorhang auf bereits hochgeladen und die ist über Django Unchained, also einen neuen Tarantino-Film. Also wen das interessiert, rede ich dann ein bisschen über den Film, sag meine Meinung, fasse dann nochmal ein bisschen zusammen und so weiter und so fort. Und ja, wen das interessiert, der kann sich das gerne auch anschauen. Und was habe ich noch? Ja, dann habe ich natürlich noch vor, Reviews zu machen. Und halt auch ein anderes Meinungsformat, da kommt demnächst auch das erste Video schon zu, so ein paar Tagen. Das ist jetzt noch nicht oben, aber es kommt halt bald. Meinungsvideo und Review ist bei mir nochmal unterschieden, weil manchmal habe ich echt keine Lust. Ein Review ist halt relativ aufwendig da. Da schreibt man sich wirklich einen Off-Text und so, ja. Und manchmal will ich halt einfach frei von der Leber labern und das dann noch ein bisschen zusammenschneiden und mit Gameplay natürlich unterlegen, ja. Man könnte es, wenn man wollte, auch als Review bezeichnen, aber es ist bei weitem nicht so detailliert, ja, und so aufwendig, wie ein richtiges Review jetzt bei mir wäre, ja. Und dann habe ich noch vor, die Psycho Games Show zu machen. Das wird allerdings noch mal ein bisschen dauern, bis die kommt. Die erste Folge, die wird so einmal im Monat dann immer jeweils kommen. Wird so, weiß ich noch gar nicht genau, mal gucken, wie lange die so geht. 15 Minuten mindestens. Und maximal schätze ich mal so eine halbe Stunde. Und dann werde ich mir da immer so ein paar Themen schnappen, News des Monats zusammenfassen. Game Extended Review und was weiß ich nicht alles. Und ja, ich habe viel vor. Werde auch meine primäre Aufmerksamkeit da reinstecken. Deswegen bin ich jetzt auch für alle, die es interessiert, bei GHN als Admin weitestgehend zurückgetreten. Ja, weil ich leider nicht mehr die Zeit dazu finde, da noch so viel zu investieren. Ich bin so noch so ein bisschen so als Berater, wenn man will, habe ich mir nochmal vorbehalten, dann dabei zu sein, weil ich ja jetzt doch schon hier relativ viel gemacht habe, behaupte ich mal, und auch bei GHN einige Impulse losgetreten habe. Allerdings bin ich da jetzt weitestgehend nicht mehr organisatorisch und ich lade auch nicht mehr so viel hoch. Und also wen das noch interessiert. So, und zu diesem Kanal hier, Psychonauts Nacht, hier werde ich einfach demnächst mehr Live-Commentaries machen. Ich denke mal, das wird keinen stören, weil alle Live-Commentaries, die bisher hier hochgeladen wurden, sind eigentlich gut angekommen. Und ja, Live-Commentaries zu Halo 3, Halo Reach, Halo 4, zu allen Halos. Und dann werde ich einfach ab und zu mal so eine Session machen und 4-5 Stück auf einmal aufnehmen und die dann nach und nach hochladen. So kann ich hier einfach Content bringen, so mindestens einmal die Woche, schätze ich. Also, ja, so viel dazu. Sonst hoffe ich, es hat euch gefallen. Schaut bei Psycho Games TV vorbei. Würde mich sehr, sehr freuen. Und sonst, ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und hofft bei Psycho Games TV vorbei. Ne? Mhm. Genau. Ach ja, Psycho Games TV gibt es natürlich auch auf Twitter und Facebook. Und mein Psycho German Account könnt ihr auch immer noch gerne adden auf Facebook. Ich bin auch immer offen für Nachrichten und antworte da, denke ich mal, immer relativ zackig. Und also falls ihr mit mir dann noch in den Social Networks in Kontakt treten wollt und mich supporten wollt, könnt ihr das gerne tun. Ihr könnt natürlich auch Psycho Games TV, wenn ihr es möchtet, auch gerne auf andere Weise supporten. Habe ich natürlich nichts gegen. Und sonst war es das für dieses Mal. Ich hoffe, es war nicht zu verpeilt. Ist jetzt ein bisschen spät. Und ich bin schon ein bisschen müde. Von der letzten Woche noch ein bisschen geschafft. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ihr checkt mal Psycho Games TV aus. Oh, voll die Werbetrommel heute. Unglaublich. Naja, Links sind alle in der Beschreibung. Und wenn ihr Anmerkungen anhabt, oben rechts. Immer. Gut. Das war's jetzt endgültig. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschaußen.